Hallo. Dadurch in den letzten Wochen ich immer wieder gefragt worden bin, wie ich einzelne Profile ins Highcard einpflegen kann, das heißt irgendein individuelles Profil einzeln einpflegen kann und ich ja nur ein Video habe, wo ich so ein mehrteiliges Profil drinnen habe, was ja relativ lange und schon eher die alle Möglichkeiten einfach bietet, den meisten zu viel ist, möchte ich hier einfach mal mit einem einzelnen Profil dasselbe nochmal zeigen. Das heißt, ich habe hier einfach mal ein First-Profil. Dieses ziehe ich einfach per Drag und Drop ins Highcard und sage hier einfach mal als Nebenteil einfügen. Das ist ganz normal ein AutoCAD-DWG-File oder DXF-File, das ist im Prinzip egal. Dies habe ich hier einfach mal in Highcard eingefügt. Ich habe hier zugleich diesen 2D-Querschnitt, also dieses 2D-Teil im Hintergrund. Und dieses 2D-Teil muss ich jetzt natürlich dahingehend bearbeiten, dass es mir im Grunde genommen der Querschnitt einfach passt. So, im Grunde genommen gibt es hier einfach ein paar Funktionen. Das heißt, dieser 2D-Text, den tun wir im Prinzip gleich mal weg, weil das bringt jetzt gar nichts. Oder den kann ich jetzt nicht umwandeln. Ich habe hier die Möglichkeiten, die Linienzug verschmelzen, Teile verschmelzen. Ich sage jetzt einfach mal, das Teil soll verschmelzen werden. Ich habe hier die Möglichkeiten, Überlappungen zu löschen, die ganze Konstruktion. Hier sage ich auch noch die Kreisbögen. Ich könnte hier die Linien ausrichten und schließen, wo er mir hier einfach mal drüber läuft und die Linienzüge schließt. Also das sind einfach für einzelne Funktionen, wo ich hier die Sachen dann einfach mal definieren kann. Weiters habe ich hier auch noch die Möglichkeit, diesen Befehl Linienelemente sortieren. Das ist einfach so, im Grunde genommen im AutoCAD kann es ja sein, dass eine Linie von links nach rechts oder rechts nach links und hier kann ich dies dann einfach besser sortieren. Das heißt, hier im Grunde genommen sind dies die wichtigsten Befehle, also Linien zu verschmelzen. Man wählt die Linien an, zum Beispiel, und werden zusammengefasst oder Linien ausrichten und schließen, wo er mir hier drüber geht und zum Beispiel doppelte Linien dürfen natürlich auch nicht sein, das heißt, dass nochmal die Linienzüge doppelten Linien löschen. So, aber wieder, wie gesagt, dies ist sicher der wichtigste Befehl, Linien ausrichten und schließen, wo ich den Toleranzbereich angebe. So, ich habe hier noch die Möglichkeit, diesen Linienzug zu definieren und kann sagen, ob hier die zusammenhängend sind. Das heißt, Ausgabe von Berechnung ist im Normalfall so, dass diese Linienzüge zusammenhängend sind. Hier sehe ich auch zum Beispiel schon die Konturlänge, also 308 mm, wo ich hier einfach mal die Werte habe. Und zwar weiters kann ich hier noch den Schwerpunkt definieren von diesem Querschnitt, um zu sehen, wo mein Schwerpunkt ist, weil diesen Schwerpunkt, den möchte ich jetzt gleich mit der Enter-Taste, wenn hier Schwerpunkt, auf den absoluten Nullpunkt definieren bzw. legen, weil das soll mein Einfügepunkt sein. So, ich kann hier dann weiters über den Stahlbau, kann ich hier Attribute vergeben. Die Attribute sind natürlich wichtig, um für spätere Auswertungen hier die Werte auch zu klassifizieren und auszugeben für Stücklisten, was auch immer. So, wähle hier meinen Werkstoff aus. Soll natürlich in die Stückliste kommen. Die Teileart, sage jetzt mal, First Anschlag Profil, Systemhinweise First. Ich kann hier dann noch die Oberfläche hier Länge angeben. Das heißt, je mehr Werte ich angebe, umso besser ist es natürlich, weil ich das dann in die Stücklisten ausgeben kann. Gebe ich die Länge, das heißt 4,3 zum Beispiel. Das heißt, wenn ich ein Gewicht angebe, dann wird es mir auch, oder nur dann wird es mir auch dann berechnet. So, das heißt, im Grunde genommen habe ich meine Werkstoffe definiert und wenn jetzt die Linien zusammenhängend sind und ich das abspeichere, dann war es das schon. Kann natürlich sein, dass es nicht geht, deswegen muss man das einfach mal probieren. Das heißt, ich sage hier als Katalog der Speichern dieses Teil, gehe in meinen Ordner, ich sage in diesem Fall ISD Austria, habe hier im Prinzip meine Tabellen und Kataloge.
Ich könnte es hier in den zum Beispiel First Anschlagprofil in meinen Katalog reinlegen. Ich werde es aber hier einfach in den Ordner ISD Example reintun. Ich möchte hier ein Bitmap erstellen, damit ich auch sehe, was ich einbaue. Und hier wird noch abgefragt, ob ich das Bitmap anschauen möchte. Das sehe ich hier. Und jetzt kann ich hier dieses Profil über Querschnitt einbauen. ISD Example. Dieses Profil kann ich hier zum Beispiel sagen, okay, von Start und Endpunkt. Und somit habe ich hier mein Profil auch schon im 3D definiert und kann dies ganz normal weiter einbauen. Kann zum Beispiel hier dieses Profil übernehmen und kann dies natürlich ganz normal weiter bearbeiten mit den Standardbefehlen. Das heißt natürlich, die Ausrichtung habe ich jetzt da, auf das habe ich jetzt nicht geachtet, war mir jetzt egal. Ich möchte dies hier einfach tauschen, aber im Grunde genommen, mir geht es jetzt einfach nur, dass die Funktionen ganz normal genommen werden. Und somit kann ich ganz einfach ein einfaches Profil ins 3D bringen. Ich hätte auch noch die zweite Möglichkeit, wo ich dieses Profil, wenn ich auch ein 3D-Profil habe, diesen Querschnitt umzuwandeln. Das heißt, ich hätte hier eine Skizze und diese Skizze könnte mit demselben Befehl auch dann als Katalogteil abspeichern als Baureihe, wenn ich schon ein 3D-Teil hätte, wo ich die Skizze einfach übernehme.